zu einem kleinen Update-Video. Und zwar geht es um den Spurbus-Mod. Und da habe ich ja eine weitere Konstruktion reingepackt, weil es eigentlich die Brückenteile genau davon nimmt. Und zwar geht es jetzt hier um das Brückenbauwerk. Na, ich mach's mal mit Nein. Das habt ihr jetzt hier als Standalone. Und ihr könnt natürlich auch nur mit Tramgleise machen und elektrifiziert. Das geht alles ohne Probleme. Na. So, jetzt haben wir es. Dann könnt ihr natürlich. Ah, man muss ein bisschen. Na. So, jetzt geht's. So, dann passt das. Dann könnt ihr Straßen drunter bauen. Und natürlich auch Gleise. Wenn ihr jetzt natürlich. Wenn es ganz nah dran macht, dann passen bis zu 4 Gleise rein. Ich hoffe mal. Ich habe es jetzt lang genug gemacht. Lang genug auch, damit ich hier weiter reinziehen kann. Aber weiter draußen. Ich weiß allerdings nicht, wenn ihr hier lang fahrt, ob ihr hier die Wand seht. Das habe ich noch nicht getestet. Ja, hier oben geht's. Da sieht man noch ein bisschen. Ja, alles ein bisschen an, ja, erhöht. Im Gegensatz zu der Station vom Spurbus-Mod. Die Brücke gibt es ab 1900. Habe ich die jetzt mal angegeben. Also gibt es die Brücke dann eher wie die Spurbusstraße, meine ich. Aber so eine Brücke ja, kann man auch schon um 1900, denke ich mal, gut gebrauchen. Ja, das hier, das geht noch nicht so ganz anders, weil wenn ich das hier weiter reinsetze, dann wird er hier die Aufschüttung noch reinmachen. Wir können jetzt auch mal gucken, ob das... Ja, das geht natürlich nicht. Es geht auch nicht, wenn er erst die Gleise... Kann ich auch mal zeigen. Wenn ihr hier erst die Gleise setzt und dann die Konstruktion drüber bauen wollt, das geht auch nicht. Das liegt aber daran, dass es, weil es eine Konstruktion ist, da ihr seht, eigentlich ist da genug Platz da. Ich kann es auch höher machen oder niedriger machen, aber das bringt dann überhaupt nichts. Vorteil ist, ihr könnt hier jetzt aber auch die, ne, machen wir mal so, könnt ihr die Brücke dann dem Terrain angleichen und dann natürlich, jetzt hoffe ich mal, dass ich die Mitte treffe, na, wir lassen das mal eben und dann könnt ihr die Straße bauen und dann habt ihr hier schön, ja, ich hätte doch noch ein bisschen tiefer gehen müssen. Oh, Entschuldigung. Tja, das war es eigentlich fast wieder soweit. Kleine Neuerungen, die wird es auch jetzt schon zum Download geben. Also wenn ich das jetzt nach der Bearbeitung hochlade, das Video, in der Zeit wird dann wohl auch die neue Version des Spurbus-Mods zur Verfügung stehen. Ich hoffe es mal. Obwohl, jetzt ist auch wieder spät. Ich glaube, kann sein, dass es erst früh morgens am Mittwoch jetzt ja, Mittwoch früh morgens dann vielleicht erst freigeschaltet wird, zumindest bei Transport Fever nicht. Bei Steam geht die Aktualisierung ja sofort automatisch beim Neustart des Spiels. Okay, ja, dann war es das schon. Ich hoffe, euch gefällt dieser, ja, diese kleine Erweiterung. Bei den anderen Sachen gibt es ja dann auch noch
Erweiterung ist ja alles so viel geplant. In letzter Zeit hatte ich auch weniger Zeit, deswegen kommen auch nicht mehr so viele Videos. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt und würde dann sagen, habt noch eine schöne Zeit, eine schöne Woche noch und bis dahin und ciao.